Ja, servus aus Pai. Ja, ich habe es gut hierher geschafft. Die Busfahrt war zwar schwierig, aber doch nicht mehr so schwierig wie erwartet. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass ich mir vorher so eine Reisetablette eingeworfen habe oder ob ja, es ging oder ob der Busfahrer sich einfach bemüht hat, nicht ganz so schnell zu fahren um die Kurven, um die Serpentinen. Ja, von daher ist okay, habe ich jetzt auch keine Angst vor der Rückfahrt in 3 Tagen. Tja, so sieht eine kaputte Brücke aus. Und ja, leider hat das Maps.me noch nicht gewusst, dass es die Brücke nicht mehr gibt. Jetzt stehe ich leider hier und komme nicht weiter. Das ist blöd. Ich habe jetzt die Hälfte der Strecke schon hinter mir. Und muss jetzt mal schauen. Ich glaube, es gibt keine sinnvolle andere Verbindung auf die andere Flussseite. Okay, vielleicht Plan B. Den es noch nicht gibt. Wir werden sehen. So, Plan B ist schnell gefunden. Ich werde einfach jetzt auf der Flussseite Richtung, ich weiß gar nicht, ob ihr es seht, zu der weißen Buddha-Statue gehen, die man da am Horizont am Berg erkennen kann. Und da, bis gleich. Ja, schon ganz schön anstrengend hier hoch. Es waren schon ein paar Stufen. Ich glaube, jetzt kommen noch mal ungefähr, keine Ahnung, wie viel das sind, 200 bis ganz hoch. So ein bisschen erinnert mich das an die unendliche Geschichte mit dem Portal da. Ich weiß nicht mal, wie das hieß. Ich hoffe, da kommen jetzt keine Laserstrahlen raus. So, bis gleich, bis ich oben bin. Ja, bei mir steht heute noch auf dem Plan, mit ein paar Leuten aus dem Hostel eine Tour zu machen und inklusive Tubing, das heißt mit einem Luftreifen auf dem Fluss sich nach unten treiben zu lassen. Da weiß ich nicht, was ich mitnehmen kann, das Handy wahrscheinlich eher nicht. Ja, das heißt, ihr werdet da nicht dabei sein. Okay, dann bis später.